Ja, herzlich willkommen zum heutigen Lehrvideo mit dem Thema nachverlagerte Versteuerung bei der Auszahlung und die Meinung von einem Steuerberater, nicht absehbar, wie hoch der Steuersatz zu dem Zeitpunkt ist. Ich meine, die Frage hat ja für sich schon eine Qualität und man braucht kein großer Unterstützungskassenspezialist sein, um die Qualität dieser Frage und das Niveau vom Fragenden einschätzen zu können. Aber die Antwort, die ich im Prinzip auf solche Fragen gebe, ist die, als für Mitarbeiter, die davon ausgehen, dass die Einkünfte im Rentenalter stark steigen und jetzt auch nur über geringe Einkünfte verfügen, sollte man hier mit den erwarteten Szenarien rechnen. Das heißt, da sollte man wirklich mal rechnen, jetzt geringe steuerliche Entlastung und dann maximaler Steuersatz. Aber die Lebenserfahrung zeigt, dass die Fälle eher die Ausnahme sind, also dass es ganz wenig Mitarbeiter gibt, die jetzt ganz wenig Steuern zahlen, im Alter ganz viel Steuern zahlen. Das ist dann, wenn ich vielleicht ein Mehrfamilienhaus erbe und jetzt ein einfacher Hilfskraft bin, dann kann das natürlich einmal der Fall sein. Aber normalerweise sind die Einkünfte im Alter deutlich geringer und im schlimmsten Fall vielleicht einmal gleich. Aber dass sie stark steigen, denke ich, ist ein Exotenpunkt. Und dann ist natürlich die andere Qualität, was soll das mit der pauschalnotierten Unterstützungskasse zu tun haben? Das kann ja bei jedem anderen Durchführungsweg genauso passieren, das kann ja immer der Fall sein. Es ist ja überhaupt kein Argument, wenn es jetzt geht, Steuerberater, äußere dich qualifiziert zu einem Sachverhalt. Und genauso ist einfach nicht davon auszugehen, dass niedere Einkünfte höher besteuert werden, sondern eher in der Vergangenheit Grundfreibeträge erhöht wurden und geringe Einkommen einfach entlastet wurden. Also das heißt, dass jetzt einfach die Steuersätze steigen, dass die niederen Einkünfte, die im Rentenalter, sagen wir mal, nur gleich sind, dann höher versteuert werden. Das ist ja genauso ein Punkt, der fern jeglicher Lebenserfahrung ist. Und das andere ist, wenn ich als Steuerberater einen Unternehmer betreue, ist das im Kern auch keine Unternehmerfrage, sondern eine Frage, die eher Mitarbeiter betrifft, der dieses Szenario dann auch einschätzen muss, ob er davon ausgeht, dass seine Einkünfte im Alter stark steigen. Und wenn das der Fall ist, naja, dann würde ich sowas nicht machen, dann braucht er auch jetzt nicht sparen, dann kann er sich auf die hohen Einkünfte im Alter verlassen. Aber nochmal, die Qualität von solchen Fragen sieht man, wie oft Steuerberater hilflos rumfragen und einfach irgendwas schreiben, dass überhaupt was am Papier steht. Und es ist im Kern keine Frage, die jetzt mit pauschalnotierter Unterstützungskasse oder auch Pensionszusage zu tun hat, sondern natürlich bei der Pensionskasse, bei der Direktversicherung, beim Pensionsfonds genau das Gleiche wären. Und grundsätzlich immer eine Frage, was ist, wenn später mal alles anders ist? Ja, die Frage mit der ungewissen Zukunft, die gibt es als immer. Und wenn einer nur davon ausgeht, dass der Steuersatz im Alter deutlich steigt, dürfte das eher seine Lücke vergrößern und die Notwendigkeit, dass er jetzt, was für seine Vorsorge tun muss, noch größer werden, als wenn er sagt, ich habe im Alter die gleichen Einkünfte, aber meine Steuern sparen. Also auch von der sieht man, welch Unsinn diese Frage im Kern ist. Und das Problem der ungewissen Zukunft ist einfach allgemeiner Natur. Ein Unterschied bei den Durchführungswegen dürfte sich hier eigentlich nicht ergeben, zumindest ist mir nicht klar, wo der herkommen soll. Und auch Arbeitgeber müsste sich konsequenterweise die Fragen stellen bei jeder Einstellung des Mitarbeiters, ob die Personalkosten in 5 Jahren noch abzugsfähig sind, wie der Kündigungsschutz in 5 oder 10 Jahren wird, dass der Mitarbeiter nicht mehr kündbar ist und wie hoch plötzlich der Mindestlohn gesetzt wird. Also, das sind alles Fragen, wenn ich sage, Mensch, was ist, wenn in der Zukunft irgendwas passiert? Ja, in der Zukunft wird immer was passieren, dann dürfte jetzt an der Stelle überhaupt nichts entscheiden. Und im Kern zeigt es nur, dass man jemanden gefragt hat, der von der Materie keine Ahnung hat, der einfach nur was sagt oder schreibt, das, was gesagt oder geschrieben ist. Und auch ein Unternehmer sollte schon verstehen, dass das einfach der falsche Berater für eine Antwort ist. Und damit bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und wünsche viel Spaß bei den nächsten Lehrvideos.